Servus Leute, wir sind wieder zurück bei EDC. So, Guten, bist du jetzt hier oben irgendwo schon? Scheiße, Zombies! Bin gleich da. Ja, das Krankenhaus schon. Boah, Ja, so langsam wird mir kalt hier. Irgendwie, ich habe die ganze Zeit Fenster offen. das habe ich zu, weil ich sonst ja nicht aufnehmen kann. Ja, bei mir ist ja relativ ruhig. So, super, die Flasche ist ruined. Die Map ist ruined. Der Schraubenschlüssel ist ruined. Die Racks sind ruined. Die Gorka-Hose ist Jacket ist ruined. Was ist noch alles ruined? Wahrscheinlich eh fast alles. Ja, super, ich brauche. Ich weiß nicht, wie ich dabei jetzt wegkomme und so. Wo bist du circa? Ich kletter gerade aufs Dach. Über die Leiter oder was? Ja, seh dich schon. Pass auf, da ist aber ein Zombie hier oben. Bei dir vorne eh nicht, du kannst ganz normal raufklettern. Ich sag da, falls einer da wäre. Bei mir rüben müssten stehen, bei der Tür gleich. So, ich komme mal runter. Magnum ist stärker als die Hast du SKS. geschossen? Einmal, ja. Ich habe keinen Schuss gehört. Scheiße. Munition. Ich halte ein bisschen von dir fern. Hast du noch Munition? Da kommt noch einer. Mehr so Ich höre keine Bier. Schüsse bei der Magnum. Die ist silent. Bruder, wo ist der Von jetzt wohl vorne alle. herkommen? Mir wurde im Inventar angezeigt, dass da noch ein Schuss drin ist. Super, ich blute schon wieder. Ist jetzt Zombie wenigstens jetzt runtergesprungen? Nein, ich bin runtergeflogen. Bin tot. Soll ich hinterher springen? Weiß ich nicht, ob es sich auszahlt. Ich schau Ach mal, wo. Mann, Ich schau das ist mal, wo eine ich spawn. Aufnahme. Der hat mich runtergestupst. Er ist nämlich auch runtergeflogen. Er ist ja sozusagen runter. Ich bin weitergelaufen und irgendwie bin ich dann über die Absperrung drüber geglitscht. Na, meine Munition wäre auch alle. Da waren urviel Zombies. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade los ist. Das ist der Anfang jetzt urschwer gerade zum Überleben, finde ich. Ja, und ich habe auch irgendwie immer Pech. Das stimmt natürlich. So, ich bin bei. Das schaut eher wie ein Orden aus. Ich bin 3 Kilometer von Kamishovo weg. Halt fast bei der Factory hier oben. Okay. Was magst du? Also es ist nicht, sag mir, was du machen möchtest. Richte ich mich dann. Ich wäre in Norden jetzt nochmal gegangen, weil ich muss ehrlich sagen, der Tscherno regt mich, Elektro regt mich ein bisschen schon langsam auf. Weil das ist jedes Mal, dabei jedes Mal, wo ich runtergegangen bin oder sowas, bin ich gestorben. Da jetzt. Boah, ich habe gleich einen Kinderrucksack gefunden, wie geil ist das? Das ist mit das Praktischste beim Start, wenn man direkt sowas findet. Ja. Was magst du jetzt? Gehst du sterben oder? Nee, ich komm zu dir. Okay, dann loot ich da halt ein bisschen durch. Ich muss eh schauen. Dann solltest du eh relativ schnell bei mir sein. So weit ist das ja nicht. Ich bin ja noch südlich von der. Hey, ein Salineberg sogar. Cool. Was ich jetzt gerade finde in den Häusern. Da. So, Tierinteracts. Perfekt, dann schauen wir auch darauf. Ah, ich finde es das cool, dass die Türen jetzt immer offen, halt so willkürlich sind. Ja. Ja, du musst einfach viel mehr schauen, weil du musst teilweise in Häuser reingehen. Wenn du was brauchst, dann musst das durchschauen. Da bleibt dann nichts anderes über. So. Einzig, was schade ist, dass man jetzt nicht mehr. Oh, die Tür ist offen. Es Ja, kann sein, braucht. dass jemand drin ist. Das ist halt jetzt. Das ist korrekt, stimmt. Oder es ist mir in der Nähe, so oder sowas. Wenn gerade Service dort war oder sowas, hat man ja teilweise nachher erkannt, okay, passt, Türen sind offen, aber das ist mir in der Nähe.
Ich renne aber schon zur Factory weiter rauf, weil Ja. wir treffen uns eh dann halt. Ich mache dann einfach in Berenzino eine größere Tour oder sowas. Da wir jetzt nach dem Bad sowieso wieder mal die Aufnahmesession beenden werden, passt das dann eh ganz gut. So, da vorne ist schon wieder ein Zombie. Nein, ich renne jetzt extra ein bisschen weiter in den Wald da hinein. Ich hoffe, dass Bin er ja mich. noch mal gespannt, ob dein Desi-Projekt irgendwann Twivers von den Parts her einholt. Was meinst du auf 500 oder was? Ja. Bist ja jetzt auch schon Oh. über 300. Ja, ich habe letztens in der letzten Aufnahme voll verpasst, dass ich den 300. Sonst hätte ich ja wieder, weiß nicht, doppelt zumindest so lange oder was gemacht. Ah, doppelt so lange bringt eigentlich auch nichts. Keine Ahnung, was ich vielleicht bei irgendeinem 500. Part mal was mache. Aber weißt du, dass die Idee mit den, DC-Marathon ganz gut ankommen ist bei manchen? Ja, weiß ich. Halt Wurde ich auch noch. darauf angesprochen, ob ich das nicht mal in LS machen kann. Was ein Marathon? Ja. Der eine hat dann drunter geschrieben, aber nur wenn Schusswaffen auch erlaubt sind. Das wäre natürlich auch cool, wenn es gibt sozusagen alles starten vom gleichen Fleck weg und du kannst looten nochmal. Das ist das Ziel einfach, dass du irgendwo im Norden zur Karte kommst. Dort weißt du, wo das Militärcamp hinkommt oder so irgendwas. Du magst dann sozusagen, du darfst looten, du darfst deinen eigenen Weg gehen, wie du willst, oder du kannst dich zusammen verbünden. Oder besser wäre es natürlich, wenn es in zwei Gruppen gehst oder so irgendwie. Ah, da war ich vorher drinnen. Und dann, dass du einfach sagst, ja, passt. Schusswaffen sind da auch erlaubt. Und dann, weißt du, keine Ahnung. Dann merkst du einfach, dann wird kurz irgendwo oder Mitte in der Karte, wo man nachher sich trifft, einfach. Dort herum, ja, als muss ich die ausschalten oder sowas, dass ich da der Erste bin, der das schafft oder so irgendwas. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das relativ lange dauern kann, auch die Aufnahme. Ja. Weil bis dann nachher wer komplett oben ist und wenn du mit Looten überhaupt magst, wenn du es nur magst, ja, mit Durchlaufen, okay, ist zart. Aber ganz ehrlich, du musst schon looten ist ein großes Risiko, weil wenn du einfach durchrennst, du Kommst wirst du es nicht wahrscheinlich dran? vom Hunger her fast Nein, schaffen. schaffst du nicht, hundertprozentig nicht. Und man Okay. könnte sich ja auch ausmachen, dass man irgendeinen Gegenstand als Zielgegenstand mithaben muss. Dass sich sozusagen einer vom Team sozusagen, da hast du halt deine zwei Schiedsrichter oder sowas. Der eine ist am Start dort, der andere steht am Ende dort, fertig, mehr brauchst du nicht. Und dazwischen nimmst du halt auf und redest ganz normal und quatschst schon ganz blöd sozusagen deine Sachen im TS. Und der am Ende kontrolliert nachher nur, ob der den Gegenstand hat, wenn ich krieg dann Kopfschuss oder sonst irgendwas und dann sozusagen, dass du ein richtiges Ziel hast einfach. Wäre auch lustig, wenn man das dann so machen würde. Also ich glaube, strategisch wäre es dann ganz klug, erstmal so lange zu rennen, wie es geht, da irgendwie oben in die Städte rein, da erstmal dann suchen und dann nochmal die letzte Etappe rennen. Ja. Weil ich glaube, beim Start werden alle direkt zum Looten rennen dann. Gerade wenn man sagt, man startet in so einer großen Stadt. Natürlich kannst du, weiß nicht, könnte sich der eine sich nach überlegen, ja passt, okay, ich loote gar nicht. Sondern ich schaue nur, dass ich eine Waffe bekomme, geschwind. Halt, ich gehe nur in Military Camp zum Beispiel hinein oder Military Base. Und besorge meine Waffe, besorge meine Munition und laufe dann zum Ziel hin. Und warte dort. Halt, geh nicht zu der Abgabeposition, sondern warte einfach nur dort, bis wer vorbeikommt. Weil es wissen ja nachher alle, wo das Ziel ist. Und da gibt's denen die Koordinaten bekannt oder sonst irgendwas. Und dort steht der eine. Und der eine wartet nachher in der Nähe einfach nur. Und dann bam, zack. Und dann holst du den Gegenstand von denen, der es gerade abgeben wollte. Man Wäre könnte natürlich auch auch. geil eigentlich ein Autorennen machen, wenn die Autos da sind. Ja, aber Autorennen ist. Ich würde das trotzdem irgendwas mit einem Gegenstand. Und einen, der nicht so oft ist oder so. Halt der, da wo man nicht, weiß nicht, automatisch weiß, wo man den findet. Weiß nicht, zum Beispiel ein. Keine Ahnung. Man Eine könnte auch so sagen. Spitzhacke. Oder man könnte einfach so sagen: Nein, man muss ein Campfeuer stellen mit jeder Dose, halt mit einer Dose Speck, mit einer Dose Spaghetti, mit einer Dose Baked Beans. Und die müssen sozusagen erhitzt auch noch sein.
Zum Beispiel jetzt irgendwas, keine Ahnung, ist sicher urinteressant, weil das sind Dinge, die man eigentlich überall findet. Aber du brauchst eine Axt auf jeden Fall, dass du das Feuerholz machen kannst. Du brauchst Rex bzw. Papier, dass du dir das Fire-Kit machen kannst und so weiter und so fort. Und ich kann mir das urlustig auch vorstellen. Weiß nicht, der eine klaut nachher den anderen geschwind die Feuerstation oder so irgendwas. Oder da schießt die und hat auf einmal das ganze Zeug und. So, dann nehmen wir mal mit. Dann alles schön in Ruin. Ja, ist ja wurscht. Das ist ja nicht vorgegeben, hätte ich gesagt. So, super, da sind jetzt zwei Zombies. Nein, nicht die Cola, sondern nimm die Axt in die Hand. Und machen wir mal die Zombies down. So, das war mal der erste. Das ist der zweite. Und das ist der dritte. Use. Halt, ich kann mir das wirklich lustig vorstellen. Und zwischendurch, weiß nicht, kannst du ja machen, dass du, wenn du zu zweit magst, dass du so zwei Teams bildest, ja, die gehen ja in ihr eigenes TS oder so, oder ihren eigenen Channel am TS und nehmen dann auf, oder wenn sie irgendwas planen, bla bla, und sonst bist halt pflichtmäßig alle in einem TS, halt in einem Raum. Und hast halt, weiß nicht, musst alle 10 Minuten zum Beispiel deine Position durchgeben. Dass es natürlich ein bisschen taktischer werden kann für die anderen Leute. Nur die Position halt nicht, was du an Ausrüstung hast. Das wäre auch interessant noch. Ja, Mensch, ich lieg hier mit der Morsin und einem Longscope. Da gerade das und das im Blick. Also wer da herkommt, der darf sich schon mal freuen. Natürlich, wenn einer nachher sagt. Und man kann natürlich auch die falsche Position angeben. Halt, es ist eine Pflicht, dass man die richtige Position angibt. Aber, oder man darf, keine Ahnung, zweimal die falsche Position angeben oder so irgendwas. Natürlich müsste man einen Server mieten dann oder so irgendwie. Oder zumindest mit einem Server kurz eine Kooperation abschließen, dass man einen Server-Admin auch hat, der das überprüfen kann teilweise. Aber ich kann mir da ein cooles Event vorstellen. Ich weiß nicht, aber uraufwendig zum Organisieren. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und am besten noch, wenn da, weiß nicht, 25, 30 Let's Player mitmachen würden. Umso mehr, umso lustiger ist es. Und umso länger dauert es natürlich auch. Wobei durch viele könnte es auch teilweise wieder schneller gehen, weil wenn du den andere erschießt und von den Loot mitbekommst. Ja, aber dann rennst du kurz vors Ziel und dann wirst du auch erschossen und dann der andere, der schießt den anderen und dann schießt du genau gleichzeitig einander, kann da ja auch passieren. Generell eine geile Taktik darauf setzen, dass man nur ein bisschen was zu essen braucht und eine Schusswaffe, dann wartet man am Ziel darauf, Bam. dass die ersten kommen, die gelootet haben Ja. und schießt die dann weg. Nimmt das Zeug von denen und ist als erstes da. Es gibt da mehrere Taktiken, du kannst doch keine Ahnung. Oder man lasst halt irgendwo, keine Ahnung. Oder wenn es Autos gibt, man muss ein funktionierendes Auto hinbringen. Dann gibt es halt überhaupt Krieg. Ja. Weil dann gibt es halt, weiß nicht, explodierende Autos vielleicht oder so irgendwas. Oder Granaten, die geworfen werden oder so. Oder man muss auf drei Stellen ein Feuer anzünden oder so irgendwas am Schluss. Wo du natürlich ein bisschen aufpassen musst, was du nachher magst und wie du das magst. Und da weiß nicht, der eine tut die bekommen alle, müssen sich selber nachher die Jamlights, die bekommen es halt, also die komischen Lichter. Und sie müssen das auf drei Positionen anzünden. Als Pflichtpunkte dazwischen. Halt, dass es Zwischenpunkte auch noch gibt. Da muss es so richtig extrem auseinanderliegende nehmen. Es gibt schon geile Dinge, was man machen könnte mit. Beispiel Rathaus in der obersten Etage, das ist. Und man Also bekommt das Punkte oder so irgendwie. Bürgermeisterhaus für Oder man dich. macht Capture the Flag. Wäre auch eine Möglichkeit. Dass man, weiß nicht, eine Art Flag, die, keine Ahnung, kann man eine erleuchtete Flare wieder ins Inventar nehmen? Ich glaube schon. Dann ist das zum Beispiel die Flag oder so und dann geht schon. So, schauen wir mal, ob wir einen Apfel finden am Apfelbaum. Na, Zombie. Ach Gott. Nie wieder tue ich da nach einem Apfel suchen. Scheiß Zombies. Gehen wir mal jetzt gerade sowas von einem weg, gell? Das boxt nicht. Jus.
So, jetzt habe ich einen Salinebag nachher noch. Eine Cola-Dose. Batterie, eine Taschenlampe, die haben wir mal weg. Aber ich würde sagen, wie wir nachher im nächsten Bad in Pirenzino weitermachen, sieht ihr ja erst morgen, wenn es wieder weitergeht bei DC. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.